Willkommen zusammen und weiter geht's mit der Clans Union und der nächsten Aufgabe. Despot der Tiefe. Achso, und ich habe ja noch einen... Ach, guck mal hier. Auftrag Triton. Und Despot der Tiefe ist gleich hier vorn. Auftrag Triton ist da in der Höhle drin. Okay. Dann würde ich sagen, schwimme ich erstmal hier rüber. Das ist ein bisschen dichter dran. Finde den Eingang der Höhle. Der Feind weicht unseren Patrouillen ständig aus. Ich kann euch seinen Standort nicht nennen, aber ihr könnt uns helfen. Wir haben ihm nämlich eine Falle gestellt. Fahrt zur markierten Position und bergt alles an Technik, was ihr findet. Das ist der Plan. So, da kommt da wieder irgend so ein Kackefisch auf mich zu. Erster Hai, zweiter Hai. Ah. Okay, ich schätze, wir sind da. Untersuchen wir das Wrack. Yes, gucke mal, da muss ich sogar rein. Und Auftrag Triton. Okay, dann mache ich erstmal Despot der Tiefe. Und danach geht's hier unten weiter. Ups, im Tagebuch kannst du dir verfügbare Quests ansehen. Achso, habe ich versehentlich deaktiviert gehabt. Suche in der Höhle nach etwas, um diese Mine zu zerstören. Schadgeschosse. Plus 64. Reichweite 90. Alter Schwede. Wow. Okay. Wo ich dann schon mal hier bin? Nee, komm. Erstmal gehe ich hier rein. Gut, Waffensystem online. Schrapnell. Bevor es da weitergeht, möchte ich erstmal hier noch den Kram mitnehmen. Sauerstoff, Altmetall, Kobalt. Ran ans Wrack. Keine Spur vom Feind. Wir müssen weiter. Kehre zum Prinzen zurück. Nein. Das mache ich gleich. Erstmal. Oh Gott. Da ist jetzt nämlich alles voll mit Gegnern.
Quatsch, das wollte ich nicht. Breaker Shard. Und tschüss. Diese Schrottmühle macht's nicht mehr lange. Der weicht aus, die Sau. Wirst Dauerfeuer. Boah, ist das gemein, ey. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingswaffe gefunden. Zahlreiche Signale. Das sind Jägerschiffe. Wo ist er? Wo ist? Das ist Turmas 6. Sein Zustand scheint sich verschlechtert zu haben. Thomas, Sie müssen sich wehren gegen das, was Ihnen widerfährt. Wir wollen Nemo finden. Wird uns allen helfen, keine Sorge. Versteht ihr denn nicht? Nemo hat mich belogen. Benutzt. Er kann uns nicht helfen. 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 Bedauere, Thomas. Wir müssen uns selbst schützen. Es gibt kein Selbst. Es gibt kein Bedauern. Nur noch Beyoncé. Nur sie. 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 Drucksprünge verbraucht. Okay, das war ziemlich krass gerade mit dem Typen im Nacken. So, ich schau kurz mal hier rein. Totenkopf als Gegnermarkierung und irgendwie ein paar Mal reingeballert und irgendwie nicht so wirklich was getroffen oder nicht wirklich viel Schaden angerichtet, besser gesagt. Letztes Reparaturkit. So. Leuchtschacht. Suche in den Höhlen nach Piratenaktivitäten. Ja, das hatte ich ja eigentlich gerade schon. Ups, hing fest. Wie komme ich jetzt wieder raus? Hier, da geht's lang. So, aber kurz mal ins Inventar. Ich muss mir ein neues Reparaturkit dazu bauen. Eine Hochgeschwindigkeits-Railgun bietet maximale Reichweite und Präzision. Entgehe dem gegnerischen Radar, indem du bei ausgeschaltetem Schiffsmotor von einem verborgenen Höhenausgang aus schießt. Die Waffe zählt zum Typ Shard. Ja, das hatte ich angefangen und dann bin ich da irgendwie ein bisschen rausgedriftet und habe per Rückwärtsgang den Höhleneingang nicht wieder gefunden. Da ist auf jeden Fall auch eine Sackgasse. Aber bevor ich da reingehe, keine Lust, das mit der hier. In den Rücken fällt. Geht auf! Ich weiß doch, dass du uns hören kannst! Das waren 113 Credits, mal eben so. So, dann schmeißen wir mal ein Auge auf die Piraten hier. Da seid ihr ja. Mich juckt schon in den Fingern. Oh,
Das Ding ist so geil. So. Feind im Blick. Was soll das heißen? Da! Schädel kritisch. Okay, die scheinen hier reinzukommen. Na komm, lass mich dich markieren. Ich weiß doch nicht, wer ihr seid. Dafür aber, was ihr sein werdet. Schilde kritisch. Verlassen, sekundär. Und noch mehr Credits, sehr nice. So, verlasse die Höhle. Was war mit diesem komischen Thomas Six oder so? Kehre zum Prinzen zurück. Schauen wir einfach mal. Einfach mal zwischengespeichert. Auch eine schicke Methode, hier nicht ständig zu verrecken. Der Große scheint weg zu sein. Ich weiß nicht, ob ich ihn versenkt habe oder ob er abgehauen ist. Oder ob ich abgehauen bin und er deswegen irgendwie auch abgehauen ist. Ja, diese Schadgeschichte ist echt nice. Fange sie ab! Danke, verehrte Gäste. Von hier an übernehmen wir. Kommt hierher zurück und bringt uns die Beute aus dem Wrack. Nemo gibt in diesem Moment seine Position durch. Ein Jäger ist dem Gefecht entkommen. Thomas Six hat vielleicht überlebt. Nein, hat er nicht. Die Bionten haben ihm sein Selbst geraubt. Diese Stimme war nur Spott. Das Echo eines Mannes, der seine Seele verloren hat. Okabe, Thomas Six sagte, er hätte ein Abkommen mit Nemo, doch Nemo hätte ihn belogen. Können wir ihm wirklich trauen? Nein, nein. Nemo ist vieles. Aber vertrauenswürdig. Wir müssen auf der Hut sein und darauf hoffen, mehr von ihm zu bekommen als er von uns. Gott, zurück zum Auftraggeber. Drucksprünge verbraucht. Okay, ja. Für beide Aufgaben zurück zum zur Basis hier. Schauen wir uns erstmal den Auftraggeber an. Credits. Ja, nice. Mhm. Willkommen, Reisende. Was führt euch zur reichsten Station in ganz Aqua? Wir sind auf der Durchreise. Der Durchreise ist etwas, sagt mir, dass ihr mehr hinter der Sache steckt. Naja, wie auch immer, ich hoffe, ihr kommt sicher an diesem Monster vorbei. Was für ein Monster? Bestimmt seine Schreie gehört.
Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Danke, Captain Okabe. Ich gebe Ihnen jetzt Nemos Position durch. Ihre Schiffe und Jäger sollten rundum einsatzbereit sein, bevor Sie ihn treffen. Nemo steckt in einer etwas heiklen Lage. Okay. Sie müssen nur versichern, dass Sie diskret vorgehen und mit niemandem darüber reden. Wozu die Geheimhaltung? Wir haben doch schon Banditen für Sie erledigt. Natürlich, Sie haben unser Wort. Niemand soll sehen, dass Sie Hilfe von außen benötigen haben. Ist es das? Niemand soll sehen, dass Sie Hilfe von außen benötigt haben. Ist das das? Ganz genau. Ich habe Sie nicht ohne Grund gewählt. Ich schicke Ihnen die Koordinaten des Außenpostens der Banditen. Niemand darf überleben. Habe ich mich klar ausgedrückt? Für den Prinzen begonnen. Sekundär. Okay, zurück, zurück. Dann schauen wir mal. Für den Prinzen, wo ist denn das? Müssen wir da wieder zurück? Persönliche Feindschaft, ja okay. Disput der Tiefe. Begib dich zum Treffen mit Nemo. Dann würde ich diese Mission erstmal fortführen. So, gibt es hier noch was zu verbessern? Gerade nicht. Waffen, also diese Knarre ist ja wohl der Oberburner. Zack, zack, so. Gut, den Rest würde ich mir sparen. Gut. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten, oder? Kurzer Blick auf die Uhr. Nee, komm. Den holen wir uns. Ups. Ja, ist ja gut. Tastatur wieder am Rumzetern hier, weil ich irgendwie mehrere Tasten gedrückt habe. Es wird Zeit für ein paar... Das ist der Außenposten, den der Prinz gemeint hat. Aber das sind Schiffe der Clans Union, nicht der Hohen See. Prinz Abdullah, haben Sie das gehört? Sie fahren unter falscher Flagge. Das sind die Banditen, die wir suchen. Löschen Sie sie unverzüglich aus. Ich bin es leid, meine Befehle zu wiederholen. Ist doch irgendwie ein... So, weg jetzt. Ein Hai an mir dran. So, auf zum Treffen mit Nemo. Es gibt Wichtigeres zu tun. Aber uns riskieren Sie? Ihr kommt gut zurecht, Kryos. Eure TSJs sind schnell, klein und bei Feindbeschuss sehr wendig. Die Tupilak nicht. Ich habe euch die Koordinaten durchgegeben. Alles Weitere, sobald ihr seine Position erreicht habt. Wir sind da. Keine Spur von Nemo. Die versprochenen Antworten, Okabe. Wir warten. Ich war auch mal hier. Ich erwachte in einer seltsamen neuen Welt. Mit wenig Freunden und noch weniger Erinnerungen. Außer einer. An meine Frau Kehren. Meine geliebte Frau. Sie wollte sich einfrieren, nachdem ich den Kälteschlaf angetreten hatte. Doch als ich erwachte, war sie nirgends zu finden. Ich weiß nicht, wieso sie mich schlafen ließ. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber ich habe mein Leben der Suche nach ihr gewidmet, bis ich weiß, dass es ihr gut geht. Wieso wir? Wieso brauchten sie uns? Meine Frau, sie hat euch eingefroren. Sie war eure Kommandantin, Kryos.
Teil von Projekt Namo. Ihre Mission war für sie das Wichtigste im Leben. Sogar wichtiger als ich. Ich werde alles dafür tun, dass ihre Arbeit nicht umsonst war. Nemo, wurde auch langsam Zeit. Eine bewegende Rede, Okabe. Wir sind hier um. Ich weiß, wieso ihr hier seid. Kommt an Bord, Kryos. Ihr kommt genau richtig. Okay, anlegen und mit Nemo reden. Es gibt Wichtigeres zu tun. Bin jetzt einmal rumgeschlichen, ja genau. Was gibt's Neues? Falcon. Luxuriös, präzisiert und handgefertigt. Der Falcon ragt in Erscheinung wie Leistung heraus. Angeblich ist der Falcon durch sein einzigartiges Treibstoffeinspritzsystem nicht auf Boostzellen angewiesen. Ach, nice. Der Argonaut-Motorreihe der Clans Union wird streng unter Verschluss gehalten. Sie erreicht ungeahnte Leistungen, indem sie den Wasserstrahlantrieb ihr infizierter Kephalopoden imitiert. Ja, ist aber nicht sehr robust, dann behalte ich den hier erstmal. Habt ihr das Uran dabei? Wozu brauchen Sie das? Ich jage eine Bestie von legendärer Größe, unglaublicher Kraft und Wildheit. Eine Ansammlung von Nanoplankton, so außergewöhnlich, dass ich, wenn ich sie erschlagen, ihr ins Fleisch schneiden würde, die Geheimnisse der Götter selbst erfahren würde. Klingt ein bisschen nach Moby Dick. Ich frage noch einmal, wozu brauchen Sie das Uran? Ich habe etwas entdeckt. Einen Datenspeicher mit Modellen, Theorien, Projektionen über den Zustand der Ozeane in 1000 Jahren. Das Nanoplankton. Alles, was Aqua zugestoßen ist, hat einen Grund. Es ist ein Schutzmechanismus, damit sich die Welt nach dem nuklearen Fallout und dem Ende heilen kann. Das Nanoplankton beseitigt alle Probleme, auch uns. Das Uran ist ein Köder. Woher haben Sie diese Daten? Ich dachte, die Allianz und die Föderation hätten ihre Forschungsprogramme eingestellt. Die Gelehrten, Okabe. Ich habe sie gefunden. Ishmael glaubte, seine Fraktion verloren zu haben. Sie leben. Eine Organisation, die sich dem Erhalt der verlorenen Welt verschrieben hat. So wie ich. Oh, was wir voneinander lernen können. Sie haben sich keinerlei Erhalt verschrieben, Nemo. Nur dem ihres eigenen Lebens. Machen wir doch die Probe aufs Exempel. Aktiviert die Netze. Versenkt das Uran. Mal sehen, was die Tiefe hervorbringt. Mal sehen, was unserem Ruf folgt. Okay. Platziere den Uranköder. Ja, machen wir. Okay, geht da weiter.
Auch wieder schön viel Kram einzusammeln. Bisschen zu dicht an der Kante längs gefahren hier. Und es geht noch tiefer, aber da sehe ich schon. Und jetzt irgendwie heil rausmanövrieren, ohne wieder überall anzuecken, so wie eben gerade. Ups, verdammt. Das ist bestimmt hier auf der Rückseite. Ich werde hier erstmal alles einsammeln, ein bisschen abgrasen und dann geht es gleich weiter. Drucksprünge verbraucht. So, dann habe ich gleich alles. Jo, sieht doch gut aus. Thank you.
So. Okay, der Köder ist platziert. Nichts geschieht. Das gefällt mir nicht. Die Kreatur! Sie ist hier! Alle Mann, Angriff! Seht mal, unter ihren Modifikationen. Dort sieht die Haut dünner aus. Schießt auf diese Stellen. Ja, das gefällt ihr nicht. Schießt weiter auf die Stellen. Was für Stellen? Bin zu weit weg wahrscheinlich. So, pass mal auf. Was das Ding dazu sagt. Das Missvieh einfach nicht so, wie ich gern hätte. Habe ich da irgendwie was im Nacken? Auf die Schwachpunkte der Kreatur. Ja, mache ich ja, aber irgendwie... den Prinzen gehört. Greift den Feind an. Schilde kritisch. Irgendwie... Nee. Wo ist die Sau?
blöde Schildkröte, Alter. Komm runter. So, nur. Ich werde jetzt nicht zerstört, aber ich muss mir mal echt kurz mal ein paar neue Schildgeneratoren bauen, sonst bin ich hier gleich komplett hinüber. Ja, mach mal ruhig voll. Gewesen zu sein. Ich muss jetzt auf die andere Seite. Reichweite, ich Idiot. Schilde kritisch. Munition verbraucht. Ach. Boah, Mensch, wenn das Ding immer so eine blöden Rechtskurven fliegt, dann versuche ich es jetzt einfach mal von der anderen Seite. Endlich! Torpedos frei! Ja! Ja! Erledigt sie! Macht sie kalt, bevor es zu spät ist! Sie flieht! Nein! Ich suche schon zu lange nach dir und deinen Geheimnissen! Du wirst nicht! Nemo! Sie ist fort. Ich werde dich wiederfinden, Bestie. Das schwöre ich. Nemo, Sie wissen, wieso wir hier sind und was wir wollen. Dann bin ich nur eine Station auf eurem Weg. Ein Mittel zum Zweck. Sie kennen die Rätsel dieses Meeres besser als jeder andere. Ich dachte, Sie kennen vielleicht die Antwort, die wir suchen. Wir müssen wissen, was mit Projekt Namu geschah. Mit meiner Frau.
Dann auf zu den Gelehrten. Kommt alle zu meinem Standort und steht eine große Reise bevor. Dann sind jetzt alle versammelt. Das erinnert mich an meine Jugend. Ist lange her, schätze ich. Nicht länger als bei Ihnen. Wir stammen alle aus der alten Welt, Freunde. Na los, ihr verschwendet eh schon. Wollen wir diesem Verrückten echt vertrauen? Im Moment bleibt uns nicht viel anderes übrig. Bleibt aber wachsam. Nemo, verraten Sie uns, wohin wir fahren? So viele Fragen. Was muss man tun, damit einem die Leute vertrauen? Uns ein bisschen über sich zu erzählen, wäre ein guter Anfang. Aber wo bliebe denn dann der Spaß? Ich hasse diesen Kerl. Fast da, meine Tiefkühlfreunde. Bleib dich dran. Folgt Nemo. Mal gucken. Okay, es geht nach unten raus. Und jetzt? Jetzt hängt er hier. Dann mache ich hier eine kleine Pause, dann gehen wir gleich einmal zurück für den Prinzen, machen diese Nebenquest. Das war ja auch gleich hier in der Nähe, in dem letzten Gebiet. Und dann machen wir das und vielleicht fährt er danach ja weiter. Schauen wir mal. Bis gleich und ciao.